Hey, moin. Jetzt haben wir Mitte Februar 2023. Und was haben wir? Richtig schöner Sonnenschein, nur dem auch richtig düstere Herbst-Winter-Schrägstrich, den wir im letzten Jahr hatten. Wow, wir freuen uns auf die heutige Tour, denn wir sind wieder im Bliesgau unterwegs. Das ist ja bekanntermaßen einer von unseren Lieblingsgegenden im Saarland. Ja, und wir haben endlich über 5 Grad, das heißt, die Fingerspitze frieren uns beide nicht mehr in. Und wir hoffen, dass wir beide schöne Aussichten sehen, so wie es ganz typisch für den Bliesgau ist, und dass wir die für euch auch ganz doll empfangen. So, jetzt gebe ich einmal hin und weiter und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis später. Guten Morgen. Bevor ihr jetzt noch länger warten müsst, wie es weitergeht, wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Also, bis später. An der Dorfstelle, wo wir das Wiesestück gesehen haben, müssen wir ein bisschen aufpassen. Da hat man die Versuchung eher nach links auszuweichen, so mal alte Fuhrweg. No. Aber ihr müsst geradeaus euch halle immer nur geradeaus hoch, bis wir so eine Lücke in die Bäume sehen und dort müssen wir durch. Es ist halt noch nicht so perfekt ausgeschildert. Mir wäre das auch entsprechend an die entsprechende Stelle weitergehen. Aber wenn ich am GPS-Track folge, sind wir eigentlich relativ safe. Also heute ist etwas passiert, was wir vom Bliesgau einfach nicht gewöhnt sind. Es war einfach so gut wie keine Beschilderung da. Wir haben nur an der großen Eckpunkte Pfeile stehen, wo halt auch stehen, bis da und bis dahin ist es noch so viel Kilometer, wo auch das Wegeschild drauf ist, aber zwischendrin finden wir einfach keine endliche Beschilderung. Das ist halt traurig, aber es ist halt momentan wahrscheinlich auch daher rührend, dass sie halt immer noch ehrenamtliche suche, wo sich halt auch um die Wegemarkierung kümmere. Vom Verlauf her, jo. Es gibt ein paar schöne Punkte, wo man halt auch sagt, jo, das ist so typisch mit den Bliesgau-Blicke und so, das ist ganz hübsch. Aber da gibt es halt auch schönere Wege, die man halt im Bliesgau machen kann und wo man halt auch sehr Spaß dran hat. Wer da mehr drüber wissen will, der darf sich natürlich gerne auf unserem Blog umschauen. Marco tut es ohne bestimmt auch verlinken. Dort findet er jede Menge Wege im Bliesgau. Ansonsten haben wir da gut rumgeritt. Die Sonne kommt jetzt raus, wo wir fertig sind. Das war natürlich zu erwarten. Und ansonsten, oh. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffe, der Fratzemacher dahinter hat auch seine Fratze gemacht, damit wir wenigstens Wasser da haben. Ciao, man sieht sich. Alle!
was es Sarah noch vergessen hatte, sagen, der Weg kommt auf jeden Fall nicht auf den Block, weil er uns einfach nicht gefallen hat. Außer am Anfang ein bisschen schöne Aussichten, am Schluss jetzt auch wieder ein bisschen schöne Aussichten. Und das war es mit drin. Das hat uns einfach nicht gefallen. Ob es jetzt an der öden Wegführung war, weil alles noch grau und grau war im Wald, keine Ahnung. Aber mir hat es in dem Wald schon immer noch nie gefallen gehabt. Auch wenn ich wo man der Gänsewege lauf sind oder auch andere Touren. Ja, es hat mir einfach noch nie gefallen dort. So, und jetzt noch ganz liebe Grüße, wie immer, an den Topper. Ja. Und natürlich liebe Grüße an die anderen Zuschauer. Euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. Ich will an der Stelle noch ganz liebe Grüße sagen, und zwar an den Peter von Ich am Weg. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir im Sommer nochmal mit dir unterwegs sind.